Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Wie in der letzten Bücherwoche angekündigt, fasse ich diesmal zwei Bücherwochen zusammen, da ich 1, 2, 3 Bücher jeweils in Leserunden irgendwie gelesen habe und auch bei einem noch dabei bin und es dann gar nicht so viel Sinn gemacht hätte, nach einer Woche schon etwas zu erzählen, wo ich dann zu den Büchern im Grunde immer nur zu Teilen etwas hätte erzählen können. Insgesamt berichte ich über 3 ganze Bücher, einem abgebrochen und einem Buch, wo wir jetzt 2/3 gelesen haben. Ich habe heute wieder die Kamera aus meinem Smartphone am Start, da nach wie vor meine Kamera ein bisschen rumzickt. Ich habe jetzt eine Vermutung, dass das tatsächlich an der Speicherkarte liegt. Ich muss mir da, glaube ich, jetzt einfach mal eine neue besorgen. Ich guck einfach mal, ihr hattet letzte Woche ja schon die Rache des Subs mit diesem Bild sozusagen. Mal sehen, ob ihr da irgendwie einen Unterschied merkt. Es ist schon in Planung, eine neue Kamera mir zu besorgen, aber ich denke, jetzt mit dem Smartphone kommt man auf jeden Fall erstmal ganz gut hin. Ja, die beiden Wochen waren stürmisch, herbstlich, und es waren ja die Wochen auch nach meinem Urlaub. Ach, es ist einfach kalt. Aber es ist, wie es ist Herbst. Man kann es nicht ändern. Es wird ja jetzt auch die Zeit umgestellt, heute Nacht sozusagen von Samstag auf Sonntag. Wir gewinnen eine Stunde dazu. Ich hoffe, dass dieser Zeitenumstellungswahnsinn irgendwann mal ein Ende hat, weil bei mir, ich habe da wirklich 2, 3 Tage einen Jetlag. Und ich bin ganz froh, dass wir in Bayern am 1. November ja einen Feiertag haben und ich so einen Tag länger den Jetlag so ein bisschen. Ja, ich darf auch gar nicht dran denken, dass meine Katzen dann anstelle um 6 schon um 5 wach sind und mich nerven. Aber ich möchte mich gar nicht beschweren. Ja, ich werde etwas zu den Büchern erzählen. Ich habe die 2. Staffel von LOL angeguckt, der Serie auf Amazon Prime von Bully. Sonst habe ich, glaube ich, serientechnisch gar nichts geguckt. Ich habe 2 Harry Potter Filme geschaut, aber dazu ein bisschen später. Ihr findet die Timestamps, die Zeitstempel, immer unten in der Infobox, wenn ihr direkt zu einem Buch springen wollt. Ich mache jetzt ja wie immer die Kurzvorstellung und dann wisst ihr in etwa, was jetzt kommt und wann die Bücher starten. Beginnen wir mit einem Buch, das ich abgebrochen habe, und zwar das Lied der Nacht von C.E. Bernard, der Auftakt einer Trilogie. Von der Autorin von Palace of Glass. Deswegen hatte ich mir das eigentlich auch zugelegt. Weiter ging es dann mit dem Hörgenuss des Monats mit Grave von Tracy Wolf. Da habt ihr mich ja schon im Hörgenuss, schwärmen nicht, aber reden hören. Und da werde ich heute noch ganz kurz ein bisschen was dazu erzählen. Dann ein Highlight. The Haunting of Evelyn Jones von Phil Hickens. Hickes? Hicks. Hickes. Oh mein Gott. Ja, ein Buch, von dem die liebe Steffi vom Buchschnack so geschwärmt hat und was ich gelesen habe. Dann der neue Popescu wurde auch von mir gelesen, wie ein Schatten im Sommer. Und das sieht optisch auch in der Kamera richtig, richtig schön aus, wie ich finde. Und dann das Buch, in dem ich gerade noch stecke. Ein Riesenwälzer, hier ist mein Notizblock, weil ich das eben mit einer Freundin im Austausch lese. Albträume von Stephen King. Hier haben wir jetzt eben grob 2/3 durch, lesen das jetzt aber noch den ganzen Oktober über, also bei 1000 Seiten. Ja, müssen wir uns das natürlich auch so ein bisschen einteilen. Und da kann ich aber ein bisschen was schon erzählen. Ja, das sind sie, glaube ich, soweit die Bücher und Hörbücher der Woche. Und wir beginnen mit dem ersten Buch, das Lied der Nacht von C.E. Bernard, ist der Auftakt einer Trilogie. Ich mochte damals Band 1 und 2 der Palace of Glass Reihe super, super gerne, habe ich wirklich sehr gerne gelesen. Bei Band 3 war ich dann raus, weil das eine Entwicklung genommen hat, die mir einfach überhaupt nicht gefallen hat. Band 2 ist schon da, Band 3 wird im November erscheinen. Ich muss ehrlich gestehen, es ist ein Rezensionsexemplar, was ich einfach vergessen habe. Es ist im März bei mir eingezogen und da war einiges los und irgendwie habe ich verdrängt, dass das ein Rezensionsexemplar ist. Mir ist das letztens dann einfach irgendwie aufgefallen, dachte, huch, da ist ja auch noch was offen, und dann dachte ich, jetzt greifst du direkt auch dazu. Ich hatte auch Lust auf Fantasy, es klang auch richtig toll. Wir sind hier in der Fantasy-Welt, wir begleiten im Grunde eine Gruppe, die sehr unterschiedlich ist, durch diese Fantasy-Welt. Wir haben als Hauptcharaktere zum einen den Wanderer,
Wade, der eben durch diese Welt reist und uns da auch ein bisschen mitnimmt. Und es gibt die Bardin KR, die gegen die Schatten der Nacht ankämpfen kann durch eben das Lied der Nacht, das ihr eben bekannt ist. Denn die Schatten der Nacht nehmen immer zu, werden immer größer und um eben die nicht anzulocken, muss man in der Nacht eben auch ruhig sein, man darf kein Licht machen, man darf im Grunde, muss sich im Grunde leise verhalten, weil sonst wächst dieser Schatten und es gibt eben ein Lied, das die Schatten zurückschicken kann und das ist eben unter anderem auch der Bardin bekannt. Nachts herrscht dementsprechend eben auch Finsternis, es gibt auch keinen Mond, es gibt keine Sterne und eben auch keinerlei Himmel kann irgendwie erkannt werden. Auch Geräusche sind, wie gesagt, verboten und es ist eben immer sehr gefährlich, wenn sich die Schatten nähern. Wir haben jetzt eben diese Gruppe, die durch die Welt reist und wir wollen hier, es wird hier ein Dorf überfallen und unsere Gruppe will dort auch eigentlich dann mit Schutz suchen oder ist auf der Suche danach. Aber wir treffen dann auch irgendwie noch auf einen Baron, der nicht sehr viel Gutes im Sinn hat. Also ich habe so knapp 100 Seiten gelesen, es war so, an dem Sonntagnachmittag dachte ich, jetzt fängst du damit an und hatte wirklich ein sehr schlechtes Gewissen, muss ich ehrlich gestehen, passiert mir bei Rezensionsexemplaren eigentlich nicht. Der Stil von C.E. Bernard ist komplett anders, als ich ihn aus der Palace-Reihe in Erinnerung habe. Ich fand damals den ersten Teil wirklich großartig, war wirklich ein Highlight von mir, auch Band 2 noch. Band 3 war dann, wie gesagt, hat eine Entwicklung genommen in der Geschichte, die mir überhaupt nicht gefallen hat und Band 4 habe ich dann, glaube ich, gar nicht mehr angefangen und gelesen. Ich fand es sehr schwierig, hier reinzukommen. Also es war vom Stil sehr verschachtelt, sehr kompliziert und ich habe gedacht, was will mir die Autorin eigentlich sagen? Wo bin ich hier? Und es ist schon so ein bisschen poetisch angehaucht, was ich jetzt per se gar nicht schlecht finde, aber es war mir einfach manchmal zu wortreich. Ich finde da kein anderes Wort. Ich fand wirklich, dass das super gewöhnungsbedürftig war, so viele Worte in einem Satz irgendwie und auch in der Beschreibung und auch immer so wiederholend, das fand ich sehr, sehr anstrengend. Es war sehr verschächtelt von den Sätzen her. Und zudem gab es dann aber wieder Sätze oder Beschreibungen, die sehr kurz und knapp waren. Und man fragt sich, ist das nur eine Autorin? Also ja, C.E. Bernard ist ja eine Autorin, die, glaube ich, ursprünglich auch aus Deutschland kommt und dann aber, ich glaube, dann in Kanada und den USA auch gelebt hat, deswegen sie ihre Bücher ja auch im Englischen schreibt. Und das hat für mich sich total merkwürdig angefühlt. Also auf einen Weise dieses poetische, große, viel zu verschachtelte und dann manch wichtige Dinge so klein und knapp. Ich bin da irgendwie nicht zurechtgekommen. Es gibt auch einfach viele Wiederholungen und auch erweiterte Erklärungen, wo ich so dachte, ich hab's schon verstanden. Also, und irgendwie ist auf den 100 Seiten auch noch gar nicht so viel passiert. Und es hat sich dann halt oft mal was alle 30 Seiten oder alle 20 Seiten 3-4 Mal wiederholt. Das ist mir halt vermehrt auch aufgefallen. Mich hat der Stil, ich muss jetzt ehrlich sagen, einfach total genervt, überhaupt nicht abgeholt und konnte mich auch nicht packen und nicht auch in die Geschichte ziehen. Auch die Beweggründe der Charaktere bleiben irgendwie auf der Strecke. Man kommt da nicht nah ran, man kann nicht mitfühlen, nicht mitfiebern. Und dann war auch noch so ein Punkt, dass es an mancher Stelle schon sehr brutal zugegangen ist und auch im sexuellen Bereich fand ich das, dass das sehr bildhaft war und manchmal schon sehr derb war. Und ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich hier Dark Fantasy in Händen halte oder Dark Romance oder irgendwas. Ich weiß auch nicht. Also ich weiß, der Satz ist immer so blöd, aber für mich und meins war es eben einfach nicht. Ich fand das auch wirklich sehr heftig und ich mochte das nicht und ich möchte das auch einfach nicht lesen. Es waren jetzt 100 Seiten und ich habe mich da schon wirklich an dem Sonntagnachmittag so ein bisschen durchgequält. Es tut mir auch, wie gesagt, wirklich leid, dass ich das Rezensionsexemplar so lange irgendwie verdattelt habe. Passiert, ne? Wir sind ja auch alles nur Menschen. Umso schade fand ich es jetzt eigentlich. Schade? Ist das Deutsch? Fand ich es jetzt halt eigentlich, dass es mir nicht gefallen hätte, weil ich hätte ja gefühlt einfach weiterlesen können. Band 2 ist da, Band 3 kommt. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn das irgendwie ein Highlight geworden wäre, aber leider nicht und hat mir leider einfach nicht gefallen.
Zum Hörgenuss des Monats hatte ich ja schon im Video am Donnerstag etwas erzählt. Ich möchte auch gar nicht jetzt so viel noch in der Bücherwoche drüber sprechen, aber es gehört natürlich zu diesen beiden Bücherwochen. Und zwar ist das Grave von Tracy Wolff. Ich habe das zusammen mit den Mädels vom Hörgenuss gehört. Es wurde von euch, den Zuschauern, ja als Sieger auserkoren, dass das der erste Hörgenuss wird, den wir im Grunde zusammen hören und uns eben dann in unseren jeweiligen Videos darüber austauschen, auch mit euch dann in den Kommentaren. Es ist der Auftakt einer Reihe. Ich glaube, im Deutschen sind jetzt schon 3 Teile angekündigt. Im Original gibt es wohl 5 Teile. Ich habe damals Paddy gehört, die sehr geschwärmt hat, die erzählt hat, es ist auch erwachsener als Twilight, wenn man diesen Vergleich ziehen möchte. Es sind natürlich diese Wesen, klassisch wie Vampire und Werwölfe dabei, und dass es eben auch für sie ein Highlight war. Ich habe auch mittlerweile 2, 3 Rezensionen mir angeguckt nach dem Hörgenuss sozusagen. Und also auch einfach jetzt, ne? Und ich muss gestehen, ich habe es abgebrochen. Also ich habe die Hälfte geschafft. Ich war so genervt. Ich war so enttäuscht. Ich habe mich so gewundert, ob ich einfach das falsche Buch lese. Und hätte ich das nicht in der Gemeinschaft gelesen, dann hätte ich es schon viel früher abgebrochen. Also ich glaube, ich hätte dann schon bei einem Drittel einfach die Segel gestrichen. Wir haben hier Grace, die 17 Jahre ist, die vor einem Monat ihre Eltern verloren hat, jetzt zu ihrem Onkel nach Alaska zieht. Der führt ein Internat und das ist im Grunde in einem Schloss und dort soll sie jetzt leben. Wir erfahren anfangs tatsächlich so ein bisschen spannend, wie sie sich da in Alaska einfindet, wie ihr Gefühl ist, wie sie auch ein bisschen mit der Trauer umgeht, wie sie da eben tickt, vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber jeder trauert eben auch einfach anders, wie sie dort ankommt, wie sie auf ihre Cousine stößt, wie sie das gemeinsame Zimmer beziehen, wie sie da eben jetzt auf die neuen Mitschüler auch reagiert, wie die sich verhalten ihr gegenüber. Und dann merkt man irgendwie schon, okay, jetzt kommt so der erste Typ, das ist dann der klassische Bad Boy, wie er in so vielen New Adult Büchern im Grunde par excellence zu finden ist. Es wird hier mit Klischees umgeworfen. Zudem gibt es dann eben auch eine Freundschaft, beziehungsweise irgendwie sowas Dreiermäßiges oder vielleicht auch so Viererding oder vom Schulalltag gab es bis zur Hälfte nicht sehr viel, was ich sehr schade fand. Vom Schloss hat man ganz gut so atmosphärisch was erlebt, aber ich war einfach nur genervt. Das ging eigentlich schon im ersten Leseabschnitt los, dass ich dachte, was ist denn diese Grace für einen Charakter, so naiv und dumm, also jemand, der googelt, wie man sich in Alaska anzieht, also ich muss nicht googeln, um das zu wissen, dass ich da nicht im Bikini umherlaufe, jemand, der nicht hinterfragt, warum es da scheinbar Rivalitäten gibt, warum sich die Leute so komisch verhalten, warum jemand mich springend auf einem Baum hebt. Also spätestens, wenn ich da nicht denke, irgendwas ist da falsch. Das sind so Sachen gewesen, wo ich einfach dachte, so eine naive, dumme Protagonistin und so merkwürdige Nebencharaktere. Ein Onkel, der irgendwie so wenig da ist, eine Cousine, die sich irgendwie noch komischer verhält und keiner rückt irgendwie so raus, was hier eigentlich los ist. Ganz gut fand ich die Ich-Perspektive. Ich glaube, das mag ich sehr gerne in solchen Geschichten, weil man ganz nah an der Protagonistin natürlich dran ist. Aber Grace hat unfassbar viele innere Dialoge gehalten, die auch immer noch gleich waren und sich immer darum drehten, ach, wie toll sieht er aus und ich kann nicht mehr ohne ihn leben und warum meldet er sich nicht? Oh, er hat jetzt 3 Minuten nicht geantwortet. Liegt das an mir? Warum liegt es an mir? Sehe ich nicht gut? Ach, ich bin einfach zu alt dafür und ich gestehe jetzt auch einfach, ich war als Jugendliche nicht so. Ich war weder so Jungs fixiert, noch so auf Äußerlichkeiten fixiert. Ich habe das zum Glück auch im Freundeskreis nicht gehabt, dass es sich ständig nur darum drehte, welcher Typ sieht aus wie Adonis und mein Leben hat sich früher natürlich auch um Jungs gedreht, aber nicht so wie Grace und mir das hier in diesem New Adult Buch verkauft wird. Also ich war wirklich genervt. Und dann besonders der 3. Abschnitt war dann einfach so der Punkt, wo ich dachte, ich bin aus dem Augenrollen nicht mehr rausgekommen und habe einfach gesagt, Mädels, ich kann einfach nicht mehr weiterhören. Ich kann mir das nicht mehr geben. Ich habe mich so geärgert, so genervt. Ich war so enttäuscht, wenn ich jetzt höre im Nachgang, wie viele Leute das zu ihrem Jahreshighlight auserkoren haben und mir sagen, ja, das ist doch ganz anders als Twilight. Ja, theoretisch ist Grace ganz anders als Bella, denn die ist im Grunde noch naiver und weniger gefühlsduseliger, als es irgendwie, sag ich mal, Bella Swan war. Und das mag ja tatsächlich was heißen. Ich konnte nicht weiterhören. Natürlich, wahrscheinlich ist in der 2. Hälfte das bombastische Highlight passiert.
Wohl nicht, denn die Mädels haben sich natürlich im Hörgenuss weiter darüber ausgetauscht und mittlerweile habt ihr ja dann auch die Hörgenüsse gesehen. Ich noch nicht, ich drehe die Bücherwoche jetzt vor dem Hörgenuss, also bevor die am Donnerstag online gehen. Und wenn ich das so gehört habe, was dann noch so alles passiert ist und auch gucke, was im zweiten Teil so irgendwie im Klappentext steht. Also es ist wirklich ein Flop. Ich habe wirklich viel erwartet. Vielleicht nicht, dass es ein Highlight wird, aber ich habe, nachdem ich so im Vampire Diaries Fieber bin, war schon gehofft, dass ich irgendwie eine Geschichte bekomme, die in diese Richtung geht. Und das ist überhaupt kein Vergleich. Überhaupt nicht. Und ich bin echt enttäuscht. Und ja, frag mich tatsächlich auch immer mal, habe ich irgendwie ein anderes Buch gelesen? Ja, aber passiert. Geschmäcker sind zum Glück verschieden. Es lässt sich auch nicht drüber streiten, wenn jemand das feiert und gut findet und sich unterhalten fühlt. Gibt mit Garantie auch genügend Bücher, die ich feiere und andere todlangweilig finden. Alleine in meinem Freundeskreis, wenn ich an Herr der Ringe denke, wie viele sagen, ja, wie du da überhaupt diese 3 Bücher durchgekriegt hast, wenn der 10 Seiten über Blätter und Wälder schreibt. Es ist so. Geschmäcker sind verschieden und es ist meine Meinung und ich möchte die auch einfach frei sagen können. Und wer das Buch gefeiert hat, ihr könnt gerne mal spoilerfrei in die Kommentare schreiben, was ihr so toll an diesem Buch fandet. Meins war es einfach nicht. Schaut euch gerne die Hörgenüsse von den anderen an, von mir an. Die Playlist ist immer unten in der Infobox, weil ich glaube, länger muss man über ein Buch, das ich abgebrochen habe, auch gar nicht reden. Ich glaube, da habe ich jetzt alles dazu gesagt. Schon parallel habe ich dann aber ein Highlight angefangen. Ich habe mich eingekuschelt auf meiner Couch und habe The Haunting of Evelyn Jones gelesen von Phil Hicks. Die liebe Steffi vom Buchschnack hat immer wieder geschwärmt über dieses Buch und ich habe es mir dann auch direkt auf Englisch geholt. Ich habe sie gefragt, ob das ein angenehmes Englisch ist. Und das hat Steffi bestätigt. Zudem finde ich echt das englische Cover einfach viel, viel schöner als das deutsche. Das deutsche finde ich überhaupt nicht schön, muss ich echt sagen. Ja, ich habe mir vorgenommen, öfter mal Englisch zu lesen. Es ist mittlerweile auch ein weiteres englisches Buch eingezogen und ich werde auch die Reihe im Englischen weiterverfolgen. Es gibt auch aktuell oder gab letzte Woche irgendwie ein Angebot bei Thalia, irgendwie 12% oder 20% auf englische Literatur. Bei den deutschen Büchern geht das ja nicht, wegen der Buchpreisbindung, bei den englischen schon. Und das hat jetzt, glaube ich, 6,99 gekostet, also knapp 6 Euro habe ich dafür bezahlt. Ja, habe ich leider über das große A bestellen müssen, weil bei Thalia und Ähnlichem war irgendwie eine Lieferzeit von den englischen Büchern von 3 bis 4 Wochen. Ich wollte tatsächlich den Band auch in echt haben. Ich hatte die Hoffnung, es wird ein Highlight und es ist ein Highlight geworden. Ja. Evelyn reist zusammen mit ihrer Mutter zu ihrer Tante. Sie wird die Ferien dort verbringen in einem kleinen Örtchen. Ihre Tante ist ein bisschen speziell, sehr spießig, sehr geordnet und ja. Ihre Mutter muss sie aber dort lassen. Also sie versteht sich sehr gut mit ihrer Schwester. Sie muss sie aber dort lassen, weil sie weiter nach Schottland zu der kranken Mutter fährt und Evelyn, ja, richtet sich so ein bisschen in dem Haus ein, entdeckt schnell in dem kleinen Städtchen, dass es da einen Buchladen gibt von Mr. Lieberman und in diesem Buchladen, ja, entdeckt sie jetzt Bücher. Sie ist so ein bisschen auf Geister- und Gruselbücher und findet dort eben auch ein Buch, was das so ein bisschen hergibt, was auch so ein bisschen Geschichten aus der Region sozusagen zeigt und Halloween nähert sich und eine der Geschichten in dem Buch fehlt. Zudem erfährt sie von einem Mädchen, das irgendwie verschwunden ist und das hängt irgendwie auch mit dem Buch, das sie gelesen hat, zusammen. Und es hängt eben auch mit Halloween zusammen, was immer näher kommt und es gruselig, mysteriös irgendwie weitergeht. Es ist ein sehr dünnes Büchchen, ich glaube mit knapp 200 Seiten. Dementsprechend kann man natürlich gar nicht so viel erzählen, ohne zu viel zu verraten. Wir haben hier natürlich ein Kinderbuch, definitiv. Es hat so das Feeling Harry Potter, Nevermore, definitiv. Der Funke ist bei mir nach 20 Seiten übergesprungen. Ich habe das wirklich mit der Nase drin wunderbarst gelesen. Ich habe mich schaurig gegruselt. Hier kommt die Katze. Schaurig gegruselt. Ich fand das mit den Geistern toll. Ich mochte die Atmosphäre unglaublich gerne. Ich habe mich direkt wohlgefühlt. Ich habe das Buch aufgeschlagen, reingelesen. Ich mochte Evelyn, ich mochte ihre Mutter, ich mochte ihre Tante, ich mochte Mr. Lieberman, die Nebencharaktere, ich mochte das Dörfchen. Ich mochte, wie uns Evelyn in ihre Welt bringt. Zwar nicht in der Ich-Perspektive, sondern in der dritten Person. Aber das war so schön rübergebracht. Es war wohlig, kuschelig. Es hatte wirklich so diesen Wohlfühlmoment und das hat mir super gut gefallen. Ich mochte es, durch die Augen eines Kindes, durch Evelyn, diese Welt zu entdecken, mit ihr durch das Städtchen zu gehen, in der Buchhandlung zu sein.
und einfach mit ihr ja auch diese Geisterjagd sozusagen zu haben, dieses Herausfinden von dieser mystischen Geschichte. Es hat einfach super viel Spaß gemacht, das eben mit den Augen von Evelyn zu tun, die eben einfach jünger ist, noch so ein bisschen fantasievoller ist, die hinter jedem Schatten ja auch irgendwas erkennt. Man weiß das ja selbst, wie man noch Kind war. Das war einfach richtig, richtig toll. Dieses Geheimnis ist super spannend, sehr packend, und jetzt habe ich mich nicht ganz so gegruselt, wie ich es vielleicht als junges Mädchen gemacht hätte, aber ich fand es schon wirklich schaurig schön und mir hat es unglaublich gut gefallen. Und Steffi hat überhaupt nicht untertrieben, als sie das wirklich als Highlight tituliert hat, und ich war auch mittendrin. Es hat super viel Spaß gemacht. Es ist ein wunderbares Kinderbuch, was jetzt perfekt in den Herbst passt, um so ein bisschen das schaurig Schöne rüberzubringen, und ich hatte große Freude. Den zweiten Teil gibt es sowohl schon in Deutsch als auch in Englisch, und ich werde definitiv den zweiten dann auch im Englischen lesen, werde mir aber wohl das E-Book holen, weil ein Highlight-Buch reicht einfach im Highlight-Regal. Es war wirklich eine wunderbare, feine Geschichte, die einfach so ein bisschen Grusel hatte. Hat mir unglaublich gut gefallen. Ich mochte auch sehr, wie die Grafiken so ein bisschen ist, wie die Illustrationen sind. Hier ist dann immer so ein bisschen der Kapitelstart, der sich auf was bezieht. Wir haben aber noch andere Illustrationen enthalten. Ich habe jetzt geguckt, im Deutschen ist das auch so. Auch wie die Kapitel anfangen mit diesen Ästen. Also optisch wirklich ein Highlight. Ich weiß auch, dass im Deutschen Illustrationen enthalten sind, die aber anders aussehen, soweit ich das jetzt so beim Durchblättern gesehen habe, als im Grunde hier die Englischen. Also die Englischen sind so ein bisschen düsterer. Und aber ich finde die Aufmachung von dem Original hier wirklich wunderschön. Und ich freue mich, dass ich es im Original jetzt hier habe, dass es im Regal stehen wird. Das ist ja im Buch, wo man wahrscheinlich auch jährlich einfach mal dazu greifen kann. Ich fand es richtig toll. Ich fand es muckelig und wohlig. Und hat mir einfach super gut gefallen. Kann ich absolut empfehlen, sowohl jung als auch alt. Dann kommen wir schon zum letzten komplett beendeten Buch, und zwar Wie ein Schatten im Sommer von der lieben Adriana Popescu. Ich bin ein großer Fan von ihr. Ich habe alle Jugendbücher gelesen, alle Romane bis auf die Make It Count-Reihe, die ja auch so New Adult ist, was einfach nicht mein Fall ist. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass es in diesem Jahr ein Jugendbuch von ihr gibt, habe das auch zusammen mit der lieben Anka gestartet. Unsere Wege haben sich dann während des Lesens im Lesebereich ein bisschen getrennt, was aber gar nicht schlimm ist. Und so habe ich dann das Buch, was jetzt ja auch gar nicht so dünn ist, ich glaube knapp 500 Seiten, 460 Seiten, dann eben auch nach und nach in der Woche verschlungen. Wir treffen auf Vio, die gerade mit ihrer Familie, mit ihren Eltern nach Waldorf gezogen ist, aus München kommen. Dort ist etwas vorgefallen und die Familie hat gesagt, sie machen hier einen Schlussstrich und sie ziehen eben jetzt nach Waldorf. Das ist ein kleines Örtchen. Sie übernehmen dort das Restaurant am Tennisclub, und Vio trifft dort, als sie dann eben eine Pizza bestellt, auf Konstantin. Auch von ihm erfahren wir, dass er hier mit seinem Bruder und seinen Eltern eben schon immer lebt, dass er so ein bisschen im Schatten des großen Bruders steht, dass während sein Bruder jetzt weggehen möchte, eine Ausbildung möchte, das Dörfchen verlassen möchte, er eben immer merkt, ich fühle mich hier wohl, ich möchte hier bleiben, und er versteht gar nicht, warum alle aus dieser Stadt sozusagen gehen wollen. Die beiden treffen aufeinander, als Vio eine Pizza bestellt. Beide fühlen sich super schnell angezogen voneinander, sehr sympathisch, und merken, dass sie so die gleiche Wellenlänge haben, kommen ins Gespräch, und Konstantin bietet sich dann eben auch als Stadtführer an, nimmt sie dann eben auf dem Roller mit, zeigt ihr so ein bisschen den ein oder anderen Ort, nimmt sie auch mit an den See, wo im Grunde seine Clique auch so ein bisschen ist. Das sind halt Freunde, die sich schon immer kennen, schon in der Grundschule zusammen waren, die auch manchmal gar nicht wissen, warum sie eigentlich noch befreundet sind, weil sie eben immer sagen, wir waren das eben auch schon immer. Und ja, sie treffen sich dort, dort lernt dann Vio eben auch Mone kennen, die dann auch noch eine Rolle in der Geschichte spielen wird, und da entwickelt sich eben auch eine wunderbare Mädchenfreundschaft. Und man merkt aber recht schnell, dass so ein Schatten über dem Dörfchen liegt. Es wird dort ein Asylantenheim gebaut, und wir treffen dort dann eben auch auf die Bauarbeiter, die aus Rumänien kommen, und man merkt, dass da die Stimmung am See ein bisschen zu kippen droht, und dann erzählt eben Vio auch noch, wo ihre Eltern herkommen, und das führt so ein bisschen zu Problemen, Herausforderungen in dieser Freundschaft, in diesem Ankommen. Und zudem haben wir natürlich auch noch das Geheimnis, warum ist Vio überhaupt aus München hierher gekommen mit ihren Eltern, und dann passieren auch so ein paar Dinge, die eben einfach einen Schatten auf den Sommer werfen. Ich finde den
Titel einfach perfekt getroffen. Und ja, wir haben beide Perspektiven. Zum einen erzählt uns Vio eben ihre Geschichte, was sie erlebt, aber auch Konstantin hat seine Perspektive. Und ich finde, der Wechsel war manchmal sehr schnell. Wir hatten sehr kurze Kapitel, sehr kurze Blickwinkel. Das fand ich fast ein bisschen schade. Es war aber wirklich sehr schnell erzählt. Also Adriana kann locker, leicht und schnell Geschichten erzählen, kann uns schnell reinbringen in die Situation, kann die wirklich wunderbar beschreiben mit wenigen Worten und zack, ist man drin. Es ist sehr lebendig, es ist sehr authentisch und es macht einfach Spaß, diese Geschichten zu lesen. Ich habe mir mit Vio im Stil ein bisschen leichter getan. Ich fand Konstantin gerade zu Beginn oder seine Parts ein bisschen holprig. Da dachte ich schon, ist das jetzt Absicht sozusagen, dass eben man merkt, dass Konstantin auch ein bisschen holprig in seinen Gedanken ist. Das verging aber tatsächlich dann wieder. Aber der Perspektivwechsel hat mir gut gefallen und man merkt hier definitiv einen Unterschied, ob wir Vio waren oder eben auch Konstantin. Ich fand den Perspektivwechsel wirklich sehr gelungen. Zudem erfahren wir dadurch natürlich auch sehr viel von Waldorf, diesen neuen Eindruck durch Vio, aber auch dieses Alteingesessene von Konstantin, auch die Konflikte, die es so ein bisschen gibt, auch was da so ein bisschen dahinter steht. Wir hatten Charaktere, die sich wunderbar entwickelt haben, die sich sehr echt angefühlt haben, authentisch. Ein wahnsinnig tolles Jugendbuch, weil es, glaube ich, einfach auch die Themen der Jugend aufgreift. Und ich mich aber trotzdem noch nicht zu alt fühle, das im Grunde zu lesen. Ich glaube, dass sehr wichtige Themen in diesem Buch angesprochen werden, eben was tatsächlich Freundschaft angeht, dazugehören, vielleicht auch den Wunsch, sich zu verändern, nicht den Traum der Eltern leben zu müssen, auch so ein bisschen dieses loyal gegenüber Freunden oder, ja, obwohl vielleicht die eigene Denkweise anders ist. Thema hier ist auch Sexualität, also wie das eben ist, wenn man in so einem kleinen Dörfchen vielleicht nicht der Norm entspricht. Das fand ich, ist auch sehr gut rübergekommen. Auch Zivilcourage ist ein Thema und auch natürlich Rassismus ist so gefühlt das große Thema in der Geschichte. Und das ist auch mein einziger Kritikpunkt an dieser Geschichte. Es waren mir zu viele Themen. Wir betrachten hier Rassismus, der wirklich zum Teil hart unter die Gürtellinie hier gegangen ist, in Ausdrucksweise, in warum, was da die Hintergründe sind, wie man damit umgeht, wie man dem entkommt und so weiter. War ein Riesenthema, wie ich fand. Es gab hier Momente, die ich sehr unangenehm fand, das ist gar kein Ausdruck, wo ich wirklich schockiert war, wie hier geredet wurde, wie die Ansichten waren. Jetzt möchte ich gar nicht sagen, dass ich das nicht kenne, aber in meiner Bubble, in meinem Freundes-, Bekannten-, Familienkreis ist das eben einfach gar nicht die Art, wie geredet wird. Und natürlich bin ich auch niemand, der betroffen ist. Und die Vorstellung, also ich fand das wirklich schrecklich. Und natürlich ist mir das klar und mir ist das bewusst, dass es das gibt. Aber das so zu lesen, oder es sind ja auch durchaus immer andere Bücher, die man halt auch schon kennt, das ist immer wieder, wo ich wirklich so sprachlos da sitze. Und das hat Adriana wahnsinnig gut rübergebracht. Das fand ich wirklich beeindruckend, wie sie das auch so auf den Punkt gebracht hat. Zum Thema, es waren mir zu viele Themen. Wir haben eben das Rassismus-Thema. Wir haben dann eben auch diese Entwicklung vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Träume der Eltern weiterleben, eigene Träume. Wir haben das Sexualthema sozusagen drin. Was passiert, wenn ich eben nicht als Mädchen auf Jungs stehe, sondern auf Mädels? Wie entwickelt sich das? Wir haben diese Freundschaften, die sich eben aus Kindheit entwickeln. Wie nabelt man sich ab? Ich fand es zu viele Themen. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe irgendwann gedacht, das sind fast zu viele gute Messages, die Adriana hier in eine Geschichte packt. Ich dachte da irgendwann, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Weil eben auch alle Themen dann am Ende natürlich zu dem Ziel führen. Und da habe ich so gedacht, das ist fast zu viel. Also ich hätte mir tatsächlich lieber gewünscht, dass wir den Fokus auf ein, zwei der fünf, sechs Themen hätten. Und ja, aber das Leben bietet natürlich ganz viele Themen und die ruhen sich auch nicht aus, weil gerade ein anderes aktiv ist. Da gebe ich, also ich weiß, oder ich vermute zu wissen, was Adriana dahinter sich gedacht hat, oder warum sie es auch so zu vielen Themen zusammengeführt hat. Aber mir persönlich war es fast ein bisschen viel. Es sind wichtige Messages an Jugendliche, an Leute, die erwachsen werden, die auch im Leben stehen. Man sollte immer hinterfragen, was man denkt, was man fühlt, wie Freundschaften sind, tun die einem noch gut? Ist man aus den richtigen Gründen mit den richtigen Freunden und Menschen zusammen? Das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Wichtig ist natürlich auch immer Zivilcourage, ist immer den Mund aufmachen, sich nichts gefallen lassen, nicht nur im Hinblick auf Rassismus, sondern auch auf zwei, drei andere Themen, die jetzt eben auch in dem Buch angesprochen werden. Ich fand es sehr tiefgründig, ich fand es sehr ernst.
Es hatte manchmal so ein bisschen auch die Leichtigkeit verloren, die man von Adriana sonst kennt. Aber ich glaube einfach, dass wir hier eine sehr persönliche Geschichte auch von ihr haben und dass man ein Thema wie Rassismus eben einfach auch nicht leicht verarbeiten kann. Das ist gar keine Frage. Das kann ich auch absolut verstehen. Ein tolles Jugendbuch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Für mich nicht ganz an andere Jugendbücher von Adriana herankommt, weil ich doch mit der Vielzahl an Themen vielleicht auch einfach überfordert war. Aber ich fand es trotzdem wirklich großartig. Ein richtig tolles Buch und mit diesem kleinen Kritikpunkt, auf das man sich auch vielleicht einfach einstellen muss, auch dass es wirklich sehr ernste Themen sind, die sehr ernst auch besprochen werden. Aber richtig toll, hat mir gut gefallen. Wichtig, ich hätte mir gewünscht, in meiner Jugend auch schon solche Jugendbücher gehabt zu haben. Ich glaube, dann wäre einem manches einfach leichter gefallen. Also großes, großes Kino, hat mir super gut gefallen. Und ja, Adriana hat das auf jeden Fall mal wieder geschafft, mich zu begeistern. Jetzt kommen wir zum letzten Buch, das so zu zwei Dritteln gelesen ist, nämlich Albträume von Stephen King. Ein Buch, das ich mit meiner lieben Freundin aus der Schweiz lese. Hallo Anita, ganz liebe Grüße an dich. Und wir haben uns den über 1000 Seitenklopper jetzt eben für den Oktober eingeteilt, lesen immer so eine bis eineinhalb Geschichten so pro Tag, haben uns da so auf 50 bis 60 Seiten geeinigt und ja, sind da fleißig am Lesen. Es sind 21 Geschichten, es ist ein Essay, ein Gedicht, ein Drehbuch. Gedicht und Drehbuch hatten wir schon, Essay glaube ich jetzt noch nicht, bin mir aber gerade nicht sicher, ich glaube, das haben wir noch nicht gelesen. Ja, natürlich kann ich jetzt nicht zu allen bisherigen 10, 12 Geschichten was erzählen. Ich würde auch tatsächlich erst das Fazit ziehen hinter den Kurzgeschichten, wenn ich im Grunde durch bin. Ich schreibe mir immer so eine Sternebewertung pro Kurzgeschichte auf, um so am Ende zu sagen, waren es eher gute oder nicht so gute Kurzgeschichten. Ich glaube, ich hatte bisher eine Highlight-Geschichte und 1, 2, 3, ja, und ein paar 4 Sterne, aber auch einige mit nur 2 und 3. Also es waren auch so Geschichten dabei, wo ich dachte, was willst du mir damit sagen, Mr. King? Und was hast du da gerade genommen? Das ist sehr häufig eine Frage. Er versucht sich in diesen Geschichten sehr häufig irgendwie an Vampiren. Es gibt auch Zombies. Es gibt sehr viele Ich-Perspektiven, was ich ganz gut fand. Ich mag das einfach. Ich mochte das auch einfach sehr gerne. Ich würde sagen, nächste Woche erzähle ich ein bisschen mehr dazu. Auch so zum Gesamtfazit. Erzähle vielleicht auch von den 2, 3 Highlight-Geschichten ein bisschen was. Möchte das aber auch einfach erst beenden. Und je nachdem, ob da nächste Woche eine Bücherwoche kommt oder die Woche drauf. Ja, mal schauen, wie ich da was zusammenführen kann. Da würde ich dann auf jeden Fall, also, na, ich habe ja letzte Woche in der Bücherwoche schon gesagt, ich weiß nicht, ob es jede Woche jetzt eine Bücherwoche gibt oder ob ich immer mal Bücherwochen zusammenfasse. Dementsprechend in der nächsten Bücherwoche wird auf jeden Fall ein bisschen mehr berichtet. Aber ich freue mich, dass ich jetzt sozusagen ein bisschen Kingtober hatte und ein paar Kurzgeschichten von Stephen King jetzt auch am Lesen bin und war. Ja, und jetzt vielleicht noch kurz zur zweiten Staffel von LOL von Bully Herbig, wo ich ja schon von der ersten Staffel total begeistert war und das super fand, dass wir hier Comedians haben, die eben nicht lachen dürfen, die einmal sozusagen lachen dürfen, beim zweiten Mal fliegen sie raus. Bully ist hier der Moderator und auch der, der genau überwacht, ob jemand lacht. Er selbst hat natürlich das leichteste Los, weil er einfach lachen darf, wie er möchte. Und ich fand auch die zweite Staffel großartig. Natürlich merkt man, dass die wissen, worauf sie sich einlassen, wie das Spielchen so ist. Aber ich glaube, das hat nicht jedem gut getan, dass er wusste, was da kommt. Wir hatten einige aus der ersten Staffel dabei, wie Anke Engelke, wie Kurt Krömer, wie noch irgendwer war dabei aus der ersten Staffel. Ja, wir hatten aber zum Beispiel auch Tani dabei, die ich toll fand. Ich mochte auch Pastian Pastewka. Ich liebe seinen Humor, ich finde ihn großartig. Er gab auch Gastauftritte, die ich auch super lustig fand. Und ja, also ich beömmel mich da wirklich. Das ist absolut zum großen Teil mein Humor. Und ich fände es auch unglaublich schwierig, da nicht lachen zu dürfen. Muss ich ganz klar sagen, da würde für mich, glaube ich, auch einfach die Welt untergehen, wenn ich da nicht lachen dürfte. Es hat einfach Spaß gemacht. Es sind diesmal nur 6 Folgen gewesen, keine 8. Und man kann sich das alles komplett auf Amazon Prime schauen. Das ist jetzt auch der 2. Monat in diesem Jahr, wo ich Prime habe. Dementsprechend, ja, habe ich das auf jeden Fall einfach mal genutzt. Möchte jetzt dann eigentlich auch noch kleine Folgen überall gucken. Da bin ich jetzt noch nicht so dazu gekommen. Mal schauen, ob ich das jetzt in der Zeit noch schaffe. Aber absolute Empfehlung, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das waren sie jetzt, die Bücher, Hörbücher, Serie,
der Woche. Ich bin gespannt, was ihr so in den letzten 2 Wochen gelesen habt, was vielleicht auch so euer Highlight jetzt im Oktober war. Lasst mich das gerne wissen. Lasst uns gerne auch über die Bücher sprechen, wenn ihr sie auch schon kennt. Sehr gerne in den Kommentaren. Natürlich versuchen, so ein bisschen spoilerfrei zu sein oder als Spoiler zu kennzeichnen. Wenn ihr da ein bisschen detailreicher eingehen wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Alle Bücher in der Infobox, auch der Hörgenuss ist immer verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.